So. Ach, fuck. Das Einzige, was ich jetzt, weshalb ich eigentlich hochgegangen bin und dennoch vergessen habe, sind Fackeln gewesen. Scheiße. Entschuldigung. Ist wirklich scheiße gerade. Ich habe jetzt hier nämlich gerade auch nichts, wo ich mir. Na gut, ich sag mal so, ich probiere mal was eben. Ich habe ja hier meinen anderen Höhlenausgang. Der von damals, von ganz, ganz früher. Da versuche ich jetzt mal hochzulaufen. Ich hoffe, ich finde dann jetzt entsprechend auch gleich noch hier. Boah, fuck, mein Ausgang. Weil das ist echt schon sehr, sehr lange her. Boah, wer baut denn sowas? Ich muss es immer wieder fragen, wer baut denn sowas hier? Ist das halsbrecherisch, mein lieber Schwan? Ach du Scheiß, die Wand an, ey. So, hier oben haben wir nämlich noch, dadurch, dass ich ja die Axt mitgenommen habe, Gott sei es gepriesen, kann ich mir mal ganz schnell hier einen Baum wegwurzeln, ne? Ganz schnell mal. Bloß eine Birke wegklatschen. Ganz easy peasy. Daraus machen wir jetzt natürlich ein bisschen Holz. Das ist immer noch so komisch versetzt hier. Weiß der Kuckuck wieso. Stöcke haben wir jetzt 40 und die Kohle, die holen wir uns unten im Berg. Das ist ja alles Gott sei Dank kein Thema. Hier haben wir ja noch genug da. Und da können wir einfach ganz gelinde ein paar Fackeln bauen. Ohne jetzt unbedingt großartig wieder zurück zum Lagerhaus reisen zu müssen, ne? Ist doch alles locker. So, jetzt hat es mir natürlich in den Eingang zugeschüttet mit dem Scheiß-Kies. Aber ich habe natürlich auch jede Menge Kohle, woraus ich mir jetzt gepflegt ein paar Fackeln bauen kann. 32 Stück. Das sollte erstmal reichen, ne? So, und jetzt müssen wir wieder runter, in der Hoffnung, dass wir auch den Eingang finden wieder. Das war nicht ganz der Eingang, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von hier aus auch darunter komme. Ich hoffe zumindest, dass ich mir ziemlich sicher bin. Bin mir gerade echt ein bisschen unsicher, aber ich glaube, da ging es auch irgendwie runter. War das nicht so? Jetzt hab ich mich völlig überschlagen hier, keine Ahnung, ob ich richtig bin. Na, sieht gut aus. Bin ich da nicht gerade hergekommen? Ich weiß es nicht mehr. Doch, da bin ich hergekommen. Okay. Da lang vielleicht? Sag jetzt bitte nicht, dass ich die Höhle nicht mehr finde. Das wäre jetzt sowas von bitter. Ich habe hier aber auch viel gemacht. Ich habe hier so viel gemacht und gegraben. Hier kann man eigentlich sich nur verlaufen. Verdammt, das war's auch nicht. Irrsinnig, wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Wo bin ich denn hergekommen? Wo befinde ich mich überhaupt? Absoluter Irrsinn, was ich hier gebaut habe. Das. Ah ja. Das geht so nicht, ey. Was habe ich mir denn hier dabei gedacht? Na gut, wichtig ist, dass wir wieder da sind, wo wir hergekommen sind. Und weiter geht's. Ich muss bloß mal kurz abzählen, weil ich habe ja alle 1, warte mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ah ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aller 10 sozusagen so ein Ding gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Da kommt wieder eine Fackel an die Wand. So, und dann kann es weitergehen. Alles so wie immer. Schön mit der Spitzhacke durch den Felsen. In der Hoffnung, ein bisschen Diamant und auch andere Mineralien zu finden. Yeah!
Okay. Andererseits, die Geschichten sind mir ein bisschen ausgegangen. Ich weiß nicht mehr so, was ich noch so alles erzählen könnte. Ja, was ist alles noch passiert in dem Vierteljahr, wo ich mich nicht gemeldet hatte? Ja, natürlich waren wir auf dem Opel-Treffen in Oschersleben. Wir waren auch in Dresden-Wannewitz. Das Tuning Deluxe war jetzt vor ein paar Tagen. Wir waren bei einer Hochzeit. Ich war viel arbeiten. Ja, wir waren natürlich auch viel unterwegs, haben viele Videos gemacht. Fotos mit der Drohne, das klappt nicht mehr so. Die hat leider bei unserem letzten Flug einen Treffer weggekriegt bei einem Absturz. Da geht der eine Propeller nicht mehr. Da muss ich mich da entweder nochmal kundig tun, ob ich das reparieren kann oder eventuell eine neue kaufen. Ja, deswegen gibt es auch zunächst keine Luftaufnahmen mehr. Mal sehen, wann ich das wieder fortsetzen kann. Tja. Und ich vermisse ein bisschen dieses Jahr meinen Sommerurlaub. Ich habe es nicht geschafft, den rechtzeitig einzureichen. Das heißt, mein erster Urlaub wird höchstwahrscheinlich erst im Oktober oder dann halt doch erst zu Weihnachten sein. Ist natürlich bitter. Umso mehr bin ich froh jetzt, dass ich mal 4 Tage wirklich frei habe. Das ist echt ein Geschenk Gottes, sag ich mal. So viele Tage am Stück zu Hause zu sein und wirklich einfach mal nichts zu machen. Mir fehlt jegliche Entspannung. Ich bin dermaßen verspannt. Ich kann nicht richtig schlafen. Egal, ob ich sitze, liege oder stehe, mir fehlt irgendwie die Entspannung. Ich bin sowas von angespannt. Alles tut irgendwie immer weh und ach, man ist so richtig unausgeglichen. Ja, und einfach mal so eine Woche Urlaub irgendwo an die See fahren oder so, ah, das wäre schon geil gewesen. Aber es hat leider nicht funktioniert dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich. Tut mir auch ein bisschen leid, weil ich hätte auch gerne ein ganz paar Vlogs für euch gemacht, aber es ist leider nicht dazu gekommen. Tut mir wirklich megamäßig leid. Ich hoffe natürlich trotzdem um ein bisschen Nachsicht, weil wir sind alle nur Menschen. Und demzufolge können wir nicht immer alles das machen, was uns aufgetragen wird. Respektive sagen wir uns ja selbst immer, das würde ich gerne machen. Wenn man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, dann ist es teilweise sogar noch schlimmer, als wenn uns jemand anderes irgendwas vorschreibt. Ist einfach so. Wir schreiben uns selbst zu viel vor. 5, 6, 7, 8, 9. So, und hier kommt die nächste Fackel dann wieder hin. 10. Und demzufolge auch da gegenüber. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich dann selber einfach nochmal kurz ein bisschen aufs Ohr haue. Einfach wirklich mal alle Viere von sich strecken. Boah, das wäre ein Hochgenuss. Weil, wie gesagt, um 2, das ist jetzt genau in 1,5 Stunden vom Zeitpunkt der Aufnahme, muss ich ja schon wieder bei dem Treffen sein. Boah. Alles ein bisschen too much. Man ist auch in den 4 Tagen, man ist zwar, man hat, holt sich zwar so ein bisschen den Ausgleich, den der Urlaub, der nicht vorhanden ist, dieses Jahr nicht geben konnte. Aber man nimmt sich dann immer zu viel vor. Das ist immer so, man macht die ganzen Sachen, die man während der Zeit, wo man wirklich arbeiten ist und aktiv ist, nicht schafft. Ja, man verabredet sich mit Freunden. Man macht dies, man macht das, ne? Müsste, glaube ich, jeder kennen. Sieben, acht, neun, 10. So, jetzt. Okay, das wollte ich nochmal schnell zu Ende bringen. Die Folge ist dann jetzt auch eh gleich vorbei und ich würde auch dann sagen, damit war es das auch erstmal mit der Aufnahmesession. Weil ich wollte es jetzt gezielt nicht übertreiben, sonst komme ich am Ende wieder nicht mit Rendern hinterher. Nehme wieder 10 Folgen auf und brauche dann am Ende eine Woche dafür, um die alle hochzuladen, weil einfach die Zeit so knapp ist. Ich bin ehrlich gesagt, bin ich ein Mensch, dessen Tag gerne 48 Stunden haben könnte. Es ist so. In diesem Sinne habe ich mich gefreut, dass es mal wieder geklappt hat mit den Folgen. Ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft auch wieder klappt. Gebe mir die allergrößte Mühe, dass ich da hinterher bleibe die nächsten Tage und Wochen. Immer wenn ich mal Zeit habe und wenn Frauchen außer Haus ist, weil dann macht sie es am günstigsten. Ich brauche einfach meine Ruhe zum Zocken. Darf keiner daneben sitzen oder irgendwo hier was im Hintergrund machen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei wärt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute.